Herzlichen bedanken bei den dementsprechenden Leuten, die gerade auf ihren Einsatz haben. Also, wer Fragen hat, wer auch was wissen möchte, gegen der kleinen Spende kann man auch dieses Jahr mitnehmen. Man kann auch dort, trifft, vielleicht auch an Bord gehen können. Ich habe mal etwas längere Zeit auf Nordrhein gearbeitet. Da war ich auch ein Lebensmittel. Das hat also nicht so ganz hingehauen. Ritter oder auch die Brandte S-Lage sind jetzt mittlerweile ausgemustert. Die Esberger liegt also in Speyer und kann dort besichtigt werden. Und ich glaube, die nach Afrika ist, glaube ich, die, ja, die, ja, genau die. Ich und die Esberger ist irgendwo verkauft worden, hier in die Länder, die nach Afrika, um dort auch die dementsprechende Seenotrettung aufzubauen. Spenden und kriegt also dort keine dementsprechende Förderung von Bord. So, Lars, kannst du überlegen? Okay, dann so gut. Geschichte aus Spiel zu steuern. Egal, speziell mal der 12:50 Uhr von Ihnen hier mitmachen möchte. In der ersten Runde 4 und 10 Minuten später kann ich nochmal 4 mitmachen, als die heutige Kapitän hier. Schiffe hier, die zuerst heute ist, sind wir in Ordnung. Und das ist ein Zug in der Fachsprache. XO, also einer das wird jetzt gleich kommen. Und danach können wir mal einen kleinen Aufruf um 12:50 Uhr Sie als Publikum und als Zuschauer mit einem Ortsplan für die große Plattform für das Zeug und zum Thema Programm vorbereiten. Thank you.
das nicht so unbedingt. Ja, haben wir hier einen Markenstöcker. Also ein Markenstöcker ist, ein Markenstöcker ist es, der mit dem schwarzen Rumpf und alles aufbaut. Das ist noch einer, der vermutlich im Original mit dem Markenmaschinen gefunden wurde. Das sind die schwarzen Schornsteine. Das ist noch ein richtiger. Der andere ist wieder gebaut, mit seiner Sicherheitsbrille. Und das Schiff kann dann zum nächsten Einsatz fahren, an der nächsten Vorinsel, wo auch immer solche